Die Signa von Renibenko soll pleite sein. Wie kann es dazu eigentlich kommen? Wenn man eine Immobilie kauft, geschieht das meistens mit einer Bankfinanzierung. Die Bank sichert sich ab mit einer Hypothek auf der Immobilie. In den letzten Jahren waren die Zinsen unten, die Nachfrage war hoch, weil jeder einen Kredit bekommen hat. Die Preise für Immobilien sind gestiegen. Wenn es zusätzlichen Finanzierungsbedarf gab, konnte man einfach eine weitere Hypothek auf die im Wert gestiegene Immobilie aufnehmen. Jetzt sind die Zinsen gestiegen, die Kreditraten steigen auch, die monatliche Belastung wird hoch. Um neues Geld zu bekommen, müsste man eine weitere Hypothek aufnehmen. Aber weil keiner mehr Immobilien kaufen kann, sind die Preise gesunken und die Banken nicht bereit, zusätzliche Hypotheken auszugeben und neue Mittel freizumachen. Und so kann es passieren, dass auch ein großer Konzern in Zahlungsschwierigkeiten und letzten Endes in die Insolvenz stürzt. Wenn du jetzt dabei bist, Immobilien zu kaufen, bist du genau richtig. Du brauchst aber einen seriösen, verlässlichen Partner, der steht vor dir. Schreib mir eine Nachricht oder kommentiere dieses Video.